Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Elex. Beim letzten Mal, ja, hatten wir einige Probleme von A nach B zu kommen. Irgendwann haben wir es dann aber auf jeden Fall geschafft. Wir sind, ja, im Außenposten der Kleriker angekommen, wo scheinbar auch Maschinen hergestellt werden, nicht schlecht. Und wir sollen hier ja herausfinden, wer mit Elex schmuggelt. Und ich würde sagen, beziehungsweise die Torwache haben wir ja schon befragt. Ich würde aber sagen, bevor wir uns hier weiter bei den ganzen Leuten einfach umhören, gucken wir vielleicht mal, ob wir hier irgendwo den Oberboss finden und erstmal ansagen, dass wir da sind. Dass wir dann auch die Erlaubnis kriegen, hier alles zu tun. Sind das eigentlich Wärmelampen? Ich meine, in dem Gebiet hier sollte es ja recht warm sein. Wobei, wenn das fester Stein ist, dann wird es in der Nacht natürlich recht kalt, ne? Wird ja dann wie in der Wüste sein. Der hält das ja nicht. Wobei ich halt nicht weiß, wie weit unterhalb hier das Magma oder Lava ist, kann ich natürlich nicht sagen. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie warm hier der Fels ist, ne? Ich meine, wenn hier direkt darunter das Magma ist, dann sollte es auch in der Nacht recht warm sein, ne? Aber gut, wir schauen mal. Irgendwo hier muss doch bestimmt der Oberboss sitzen. Da ist eine Leiter. Jetzt wird es hier mega dunkel. Wir sollten uns auf jeden Fall mal schlafen legen, glaube ich. Bevor wir uns hier weiter umsehen, weil sonst sehe ich die Hand vor... Ja, die Hand vor Augen irgendwann nicht mehr. Ich meine, die Nächte in Elex sind relativ hell. Im Gegensatz zu, naja, anderen Nächten in anderen Spielen. Das liegt meist eigentlich tatsächlich sogar an dem Mond, der recht groß ist. Den sehen wir aber gerade gar nicht. Könnte ich ja vielleicht mal bei Gelegenheit zeigen. Irgendwann werden wir bei unserer Suche sicher auch mal oder bei unserer Erkundungstour vielleicht auch mal in der Nacht erkunden. Und dann, ja komm, das lasse ich mal liegen. Und dann kann man vielleicht auch mal den Mond sehen. Der ist nämlich an sich recht groß. So, ich bräuchte auf jeden Fall erstmal einen Ort zum Schlafen hier. Danke. Ich finde es immer seltsam, wie Jack sich hinlegt. Aber okay, also ich könnte so nicht schlafen, aber das bin nur ich. Es ist ja auch gleich viel heller. So, jetzt suchen wir hier mal den Anführer. Wir haben uns erstmal hier schön auf Kosten der Kleriker ausgeruht. Jetzt wird der Anführer gesucht. Einfach abgehauen ist der Hurensohn. Ist er das? So, so. So, hier fliegen auch wieder Drohnen rum. Ist da noch irgendwas drin? Da war gerade irgendwas. Ach, so ein Goldbrocken. Warum liegt denn hier irgendwie einfach so ein Goldbrocken rum? Es liegt hier so random rum, das Zeug. Weiß nicht, warum hier jemand einen mächtigen Heiltrank abgestellt haben soll. Was das für einen Sinn hat, aber okay. Ich frage gar nicht weiter. So, Oberanführer. Den haben wir gesucht und den suchen wir auch immer noch. Können natürlich auch mal gucken, was... Ich würde aber sagen, also was da oben ist, werden wir sicher auch gleich gucken. Ich würde aber erstmal gerne den Oberboss hier finden, bevor ich mich hier anfange, groß umzusehen und auch Hinweise zu sammeln. Jax ist mal wieder schon direkt... Naja, der will schon wieder direkt anfangen, hier irgendwas zu suchen. So, ich denke mal, der sitzt hier irgendwo drin. Alter, ist es hier dunkel. Und dabei ist es gar nicht mehr Nacht. Ach, guck mal, eine Kampfmaschine. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Meinst du? So, bist du ja der Oberboss? Ah, der neue Bote. Leg deine Korrespondenz einfach da hinten ab. Ich werfe nachher einen Blick drauf. Einen Moment. Wo ist dein Meldeabzeichen? Und warum reist du inkognito? Ich bin kein Bote. Ich bin hier, um den Fall des Elex zu untersuchen. Nennen Sie mich... Ach, verdammt. Nennen Sie mich Sheriff Jax. Na, Sheriff passt ja eigentlich nicht. Detective Jax. Ich bin kein Bote. Nicht? Dann hat man wohl noch immer keinen Ersatz gefunden. Wenn wir unsere Reihen nicht schneller auffüllen, gewinnen wir diesen verdammten Krieg nie. Aber ich verstoße gerade gegen das Protokoll. Wir haben uns noch nicht einander vorgestellt. Ich bin Dirk, befehlshabender Legat des Außenpostens. Und mit wem habe ich die Ehre? Ja, wir werden bestimmt nicht sagen, dass wir ein Alp sind. Detective Jax. Das wäre so geil, wenn man das einfach sagen könnte, oder? Es ist besser, wenn du es nicht weißt. Verstehe. Du denkst wohl, ich gehe mit deinen Geheimnissen hausieren. Aber nicht jeder Kleriker ist im Kern so verbohrt wie der Großteil im Hort. Hier draußen gelten andere Spielregeln. Na gut, fairerweise habe ich dem Oberanführer im Hort schon verraten, wer ich wirklich bin, ne? Aber der scheint es auch noch nicht wirklich rumerzählt zu haben. Ja gut, ganz ehrlich, ich frage erstmal... Wie ist die Lage? Von mir wirst du nur das hören, was ich den Rekruten auch erzähle.
Die Lage ist nach wie vor das Ergebnis unserer Bemühungen. Wow. Und darum denke ich, dass wir alle noch weitaus mehr tun müssen. Ach, Mist, Überleben. Wir haben, glaube ich, erst Überleben 5. Es ist knapp, ne? Schade eigentlich. Und wenn das nicht reicht? Es muss und es wird reichen. Selbst aus einer Niederlage kann man Kraft schöpfen, denn aus Fehlern lernt es sich am besten. Und das soll auch alles sein, was ich dir für heute beibringe. Auch nicht, wenn ich dir folgendes Schreiben zeige? Ich habe den Auftrag, mich hier umzusehen. Und der Befehl dazu? Wurde von Dietrich unterzeichnet. Dietrich, für den sind wir nur Inventar. Aber gut, machen wir es nicht kompliziert. Sieh dich nur um. Mein Throncode lautet 4979. Der weiß doch gar nicht, wonach ich suche, oder? Ja, wollte gerade sagen. Willst du gar nicht wissen, wonach ich suche? Ich habe nichts zu verbergen und sehe keinen Sinn darin, mich mit Dingen zu belasten, die mir das Leben schwer machen. Da bin ich durch und durch Pragmatiker. Solltest du auch nur den geringsten Zweifel an meiner Glaubwürdigkeit haben, weißt du, was zu tun ist. Durchsuch meine Sachen und du wirst sehen, dass ich eine weiße Weste habe. Ich habe aus Versehen den Code mir jetzt nicht richtig gemerkt. Verdammt, also ich weiß, er fing mit einer 4 an und hörte mit einer 9 auf. Ich hoffe, wir können das Ding hacken. Hast du Arbeit für mich? Es gibt eine Aufgabe, aber die werde ich dir nicht übertragen. Na toll. Verschlusssachen sind schließlich vertraulich zu behandeln. Ja, ich bin vertraulich. Wegen der vertraulichen Aufgabe. Persönlichkeit 4. Das habe ich auf jeden Fall noch nicht. Was muss ich tun, damit du sie mir überträgst? Ich weiß deinen Eifer zu schätzen, aber mir sind die Hände gebunden. Ohne dass ich mir sicher sein kann, dass du vertrauenswürdig bist, wird daraus nichts. Mhm, du wirst es bereuen, wenn du meine Hilfe abschlägst. Ja, na, kommt drauf an, was es für eine Aufgabe ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ob er es bereuen wird, ne? Vielleicht ist es nur was, hol mir ein Sandwich. Dann wird das nicht zwingend bereuen. deswegen bleiben wir mal hier. Dann lass mich dein Vertrauen verdienen. Bevor wir uns weiter im Kreis drehen, mache ich dir einen Vorschlag. Lass mir ein Pfand von Wert da und du hast den Job. Solltest du alles zu meiner Zufriedenheit erfüllt haben, bekommst du ihn selbstverständlich wieder. 500 Splitter. Als Pfand. An sich, ich meine, wenn ich ihn wiederkriege, kann es mir ja egal sein. Ich meine, ich finde es interessant, dass 500 Splitter als Pfand reicht, dass das vertraulich genug ist, obwohl er mich so gar nicht kennt. Aber weißt du was? Okay, von mir aus. Hier ist dein Pfand. Jetzt erklär mir die Einzelheiten. Das ist ein stattlicher Batzen, den du in meine Hände legst. Ja, ja, geht schon. Peanuts. Damit hast du mich überzeugt. Also aufgemerkt. Hier. Achte auf diesen Umschlag wie auf deinen Augapfel. Von ihm hängt unser Leben ab. Er darf nicht verloren gehen. Bring ihn zum Suggestor Balder im Hort. Er ist derjenige, der jedwede Korrespondenz vorher einsehen muss, bevor sie weitergereicht wird. Okay, Lagebericht ist, das ist die vertrauliche Aufgabe. Gucken wir uns das Ding nochmal an. Weiß nicht, ob wir es angucken dürfen überhaupt. Ich meine, dann würde ich mein Zeug nicht zurückkriegen. So, ich glaube, hier ist es nicht dabei. Dann ist es bestimmt bei Quest-Items, oder? Lagebericht des Außenpostens gibt die aktuelle Situation des Außenpostens der Kleriker wieder. Ah, ich kann es mir sogar durchlesen, nice. Statusprotokoll. Banditenüberfälle eingedämmt, Munitionsverbrauch hoch. Funkanlage noch immer defekt. Zunehmende Bedrohung durch Kreaturen, Patrouillen erhöht. Kollateralschaden bei Übung, Akolyt Bernhard tödlich verwundet. Weitere Akolyten zur Ausbildung bei Patrouillengang als Verlust gemeldet. Nahrungsreserven aufgestockt, jedoch unzureichend. Ordnungsgemäße Ausbildung anhand der akuten Gefährdungslage unmöglich. Bitte um zeitnahe Aufstockung der Schlagkraft durch Mensch oder Maschine, Dirk Legard. Okay. Also es sah jetzt auch nicht so aus, als hätte ich da irgendwas geöffnet. Ich hatte jetzt extra geguckt, ob das wirklich ein Umschlag ist, den ich öffne, aber es sah ja nicht so aus. So, ich weiß noch, 4 und 9 war was, ne? Ach komm, das nehme ich mir auch gleich mal mit hier. Ich bin nicht gut genug. Shit. 4, 3, 8, 9? War es das? Das war nichts. Ach shit. Mal ganz kurz gucken, ob es im Questlog steht. Ansonsten muss ich mir mal ganz kurz angucken, was er gesagt hatte. Kann man den Dialog anzeigen? Okay.
Dietrich, Gerd, Dirk. Da ist es doch. 4979, okay. Ich sag ja, 4 und 9, das hatte ich noch im Kopf. 4979. Ich hatte jetzt bloß irgendwie, weil ich schon über das nächste, was ich sagen wollte, nachgedacht hatte. So, was hat er denn? Presslufthammer und ein bisschen Elexit. Ja, sieht nicht nach Elex aus. Wann wohl der nächste Angriff bevorsteht? Okay, ich dachte, ich könnte ihm sagen, dass er aus dem Schneider ist. Detective Jax hat das herausgefunden. Gut, dann können wir uns jetzt hier aber auch noch ein bisschen umsehen. Was ist das denn hier? Ein Fahrstuhl? Kann man den nutzen? What? What the fuck war das denn? Der Fahrstuhl fährt nicht mal, man kriegt nur eine Schwarzblende. Na, nice. Siehst du dieses Monstrum? Schwer zu übersehen. Präg es dir gut ein. Der Größenwahn der Menschen hat sich nie ausgezahlt. Größenwahn? Es hatte bestimmt auch einen Grund, dass das so groß gebaut wurde. Was hat denn das mit Größenwahn zu tun? Wir sind doch nicht mehr bei... was stand da für ein Lock? CQ-Lock. Wir sind doch nicht mehr bei irgendwelchen Monarchen hier, die Dinge einfach nur aufgrund, weil sie es konnten, groß gebaut haben. Ich sag nur Ludwig der 14. Ach, hier ist ein... Ist hier ein Glas davor? Ah ja, okay. Nee, ist nicht, oder? Auf jeden Fall ist da der... Die Strahlung scheint da recht hoch zu sein. Hier ist doch kein Glas, oder? Doch, hier ist Glas. Da soll Glas davor sein. Schwer zu sehen. Okay, keine Ahnung. Das Secu-Lock, also wir konnten es auf jeden Fall nicht hacken. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die... Da ist auch noch so ein Secu-Lock. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Code entweder erraten oder finden. Na gut, wir können ja mal gucken, wo der Fahrstuhl hinfährt. Schauen wir uns mal um hier. Gibt das wieder nur eine Schwarzblende? Das ist doch nicht normal. Oh, Tag auch. Bin ich denn jetzt gelandet? Ist das hier die Wüste Tabar? Schon? Ist auf jeden Fall ein Reißer. Ich guck gleich mal auf die Karte, wo ich hier eigentlich gelandet bin. Daneben. Lass Kaya in Ruhe. So, jetzt aber. Und tschüss. Eieiei, ach man. What the fuck, Kaya? Was ist denn mit dir kaputt? Warum bist du denn schon tot? Danke, dass du da warst. Was? Das hätte schief gehen können. Au, Alter, wie oft darfst du angreifen, Junge? Hier, nimm erstmal den. Ich nehme den Heiltrank. Ich habe vergessen, dass Reißer ja recht stark waren. Und zwar nicht nur recht, sondern richtig stark. So, wenn du nochmal den machst. Kluck. Hoppala, sehr schön. Ich glaube, wir sind hier schon in der Wüste, oder? Also zumindest sieht das sehr stark nach der Wüste. Da ist ja noch ein Reißer, willst du mich verarschen? Hui. Zack. Sehr schön. Okay, den zweiten Reißer werden wir uns dann aber nicht noch annehmen, ey. Ich muss mal lernen, dass Reißer noch zu stark sind für mich. Es steht zwar nicht da, dass sie einen Totenkopf haben, aber sie sind einfach noch zu stark. Ich vermute mal, dass der Totenkopf halt einfach vom Level abhängig gemacht wird. Alter. Und unser Level ist zwar ganz gut, aber ich habe ja auch schon ein paar Sachen geskillt. Oh, danke. Ich habe ja auch noch ein paar Sachen geskillt, die nichts mit Kämpfen zu tun haben. Sogar viele Sachen, die nichts mit Kämpfen zu tun haben. So, gucken wir mal ganz kurz, damit wir uns den Ort merken. Ah ja, guck mal einer an. Wir sind hier im Norden der Wüste rausgekommen. Na, ich glaube, hier können wir uns später mal noch umsehen und vielleicht auch den Code für das Secu-Lock kriegen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass es hier nur eine Schwarzblende gibt, muss ich mal ehrlich sagen. 2, 3, 4. Ich frage mich, was man hier dann aufmacht, um ehrlich zu sein. Da kommen wir dann wahrscheinlich rein. Na gut, müssen wir mal gucken, ob wir den Code jemals finden. Kann ja auch sein, dass man den... Ich meine, ich könnte mich jetzt natürlich 5 Jahre hier hinstellen und einfach jede mögliche Kombination durchgehen. Was das früher wohl mal war. Aber das ist ja auch irgendwie blöd. Scheint aber die Kleriker auch nicht weiter zu interessieren hier. Die haben also einen direkten Zugang zur Wüste direkt. Das würde ja die Outlaws wahrscheinlich ganz schön interessieren. Oh, eine Audioaufnahme. Nummer 8. Aber wir können sie uns ja mal anhören. Gerüchten zufolge raubte Falkmar eine Prinzessin von Weinstein vor ihrer Hochzeit. Daraufhin brach ein Krieg zwischen den drei Burgen aus. Als Sieger ging schließlich Falkmars Sohn hervor. Die beiden anderen Burgen fielen unter seine Herrschaft.
Seine Macht reichte bis weit über das Land. Viele Generationen nach ihm blieb die Herrschaft seines Geschlechts unbestritten. Okay. Kommt da noch was? Okay, die haben also mal gekämpft. Ja, das ist ja... Das hilft mir jetzt auch nicht wirklich einzuordnen, wie diese Welt damals aussah. Also ich meine, das ist ja dann scheinbar auch vor der eigentlichen Welt gewesen, die wir hier sehen. Das ist ja jetzt wieder hier von den... Das sind ja quasi die Burgen, wie sie wahrscheinlich im Mittelalter gewesen sind, ne? Die darf ich sogar so aufmachen. Amulett des Forschers. Schlösser knacken plus... Achso, Bücherwurm kriege ich dafür. Na gut. Ich frage mich halt, Bücherwurm bringt mir ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, ne? Aber was habe ich dafür momentan? Oh, danke für den Brillenblick hier. Aber ja, wie gesagt, also ich meine, hilft mir jetzt nicht so wirklich, die Sache weiter einzuordnen. Ich meine, ich habe Rüstung plus 5. Das gefällt mir dann doch lieber ein bisschen besser, muss ich sagen. Rüstung plus 5 ist dann doch ein bisschen geiler. Ich kann ja da rüberfliegen, einfach schnell. Ja, also sie hatten auf jeden Fall auch Burgen hier auf Magalan. Ich meine, ich gebe ja zu, also ich vermute mal, wir können schon davon ausgehen, dass die Welt hier sehr stark der unseren gleichen soll, dass das die Idee ist. Die Textur sieht ja liebevoll aus. dass das so sein soll. Wie gesagt, es wäre natürlich aber ganz schön, wenn das auch irgendwo gesagt würde und nicht einfach nur angenommen würde. Weil es ist ja nun mal nicht die Erde, es ist Magalan. Man kann natürlich immer sagen, sie bezeichnen es einfach nur heute anders. Aber es gibt nirgends den Hinweis darauf, dass das wirklich in unserer Welt spielen soll. Und ich finde, da hätte man dann noch ein bisschen mehr Kreativität auch zeigen können. Ich meine, wenn man schon quasi eine Postapokalypse in einer fiktiven Welt macht, da hätte man sich doch auch noch ein bisschen mehr, also ich will nicht sagen Mühe geben, das klingt so böse, aber man hätte da doch sogar seiner Kreativität freien Lauf noch lassen können. Wie gesagt, wie das eine Mal, wo halt stand, dass einer die Zwerge halt sucht, die in den Minen arbeiten sollen, von denen er gelesen hat. Wir gehen natürlich davon aus, er hat einfach nur irgendein Fantasy-Buch gelesen und geht davon aus, dass Zwerge wirklich existierten. Dabei existierten die nur in irgendwelchen Fantasy-Geschichten. Aber es wäre doch eigentlich eine coole Idee, wenn man dann herausfinden würde, dass in dieser Welt Magalan, oder das wäre zum Beispiel eine gute Idee, um diese Welt Magalan oder um dem Spieler klarzumachen, dass diese Welt Magalan eben nicht einfach unsere Welt ist. Ach komm schon. Dass das eben nicht einfach unsere Welt ist, indem man dann wirklich so mal einfach das Skelett vielleicht eines alten Zwerges findet oder sowas. Klar, das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, weil das halt nicht so in unserer Comfortzone ist, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es würde halt deutlich helfen, dieser Welt zumindest das Gefühl zu geben, dass da ein bisschen Leben drin, beziehungsweise dass da auch ein bisschen eigene Kreativität drin steckt. Und nicht einfach gesagt wurde, es ist eine typische Postapokalypse. Also, was heißt typisch? Typisch ist sie ja auch nicht, das muss man fairerweise auch sagen. Aber es ist einfach nur eine Postapokalypse unserer Welt. Wir haben sie bloß anders bezeichnet, weil ist halt uns, haben wir halt so Bock drauf gehabt. Ich meine, wäre einfach schön da, einfach nur... Ich meine, es wäre ja auch nicht so schlimm, einfach zu sagen, dass es eine Postapokalypse wirklich unserer Welt ist. Ich finde es bloß ein bisschen schade, dass man hier nie so wirklich das Gefühl kriegt, es ist der Fall oder es ist nicht der Fall. Es ist offensichtlich eine Welt, die wie unsere Welt auf einem ähnlichen Stand war. Gleichzeitig kann man natürlich aber auch immer sagen, ja, aber es ist nicht unsere Welt. Und ich finde das halt ein bisschen... Wenn es halt so diese eine Sache gäbe, die es klar von unserer Welt abtrennen würde oder die klar zeigen würde, das ist unsere Welt, wäre es schon deutlich einfacher. Oh, Machtwelle, nice. Oder wäre es deutlich besser, finde ich. Also es ist meine Meinung, das muss natürlich nicht jeder so sehen. Aber das ist halt so meine Meinung, das wäre halt ganz cool. So, jetzt bin ich hier ein bisschen kreuz und quer gelaufen. Das ist eigentlich super dumm, wenn man erkunden will, muss ich mal sagen. Ich sollte vielleicht unten im Erdgeschoss ankommen. Ich habe aber auch bloß diesen blöden Fahrstuhl entdeckt, ne? Hatte gehofft, dass wir da jetzt irgendwie das Mega-Secret finden. Ich meine, haben wir ja. Wir müssen dran denken, wenn wir irgendwann mal Codes finden für irgendeinen Secu-Lock in der Wüste, dann sollten wir da nochmal hingehen. Ich meine, wir haben ja einen Teleporter hierher. Also hier scheint aber nichts weiter zu sein. Ich weiß, ihr seht wahrscheinlich auch nicht gerade viel.
Es ist gerade einfach dunkel. Ich könnte ja mal eine Magnesium... Ich finde, diese Magnesiumfackeln bringen aber so gut wie gar nichts. Man sieht so einen leichten Schwall um einen herum, aber so wirklich das, was irgendwie weiter weg ist, sieht man ja trotzdem nicht so wirklich. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ich glaube tatsächlich, wir haben ja alles mitgenommen soweit, oder? Dann können wir ja endlich unserer Detektivarbeit nachkommen. Ja, und hier war der Fahrstuhl. Und da war noch die Audioaufnahme. Waren wir hier hinten dann schon? Oben? Ich glaube nicht, oder? Hier waren wir, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Aber da liegt auch nur noch ein bisschen Elixit rum. Was ja eigentlich nicht die Mühe wert ist, wenn wir mal ehrlich sind. Aber wir können da noch hoch. Aber hier waren wir schon. Okay. Gut, ich denke, dann haben wir den Großteil hier von dem... von der Burg oder was das mal war, erkundet. Und dann können wir jetzt nochmal so ein paar Leute befragen. Beziehungsweise den einen haben wir ja offensichtlich schon befragt. Die Torwache Gerd heißt sie, glaube ich. Da können wir ja aber nochmal ein bisschen untersuchen, ob sie wirklich nichts zu verbergen hat oder ob sie es einfach nur sagt. Ich meine, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das weiß auch Detective Jax. Und deswegen sehen wir uns die ganze Sache mal hier ein bisschen genauer an. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, was auf einen Elex-Handel schließen lässt. Ah, da ist Gerds Truhe. Darf ich da einfach ran? Wahrscheinlich nicht. Sagt er dazu noch was? Die heimatnahe Versetzung habe ich mir anders vorgestellt. Okay. Ja, die Magnesiumfackel kann ich, glaube ich, liegen lassen. Lass das! Was denn? Wer sagt das vor allem? Es guckt mich ja nicht mal jemand dabei an. Okay, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal in Gerds Truhe. In seinen Tresor. Den müssen wir jetzt aber hacken. So, fangen wir mal mit einer 4, einer 6, einer 8 und einer 1. Hui, zwei waren richtig. So, 6 und 1 sind gar nicht drin. Die 4 muss aber kleiner sein. Das heißt, da geht ja nur die 7 und die 5. Da geht nur die 7 und die 5 und das andere muss dann die sein. Also genau, andersrum. Ja gut, diesmal nicht so viel gehört. Geht doch. So, was haben wir denn da? Gerds Spielzeug. Überbleibsel aus der alten Welt. Netter Zeitvertreib zum kindlichen Vergnügen, scheinbar auch für Erwachsene geeignet. Wenn man genau hinguckt, kann man erkennen, dass es in einem Ort namens Novak gefertigt wurde. Ja gut, das sieht nicht nach Elex aus. Ich meine, man könnte reingucken. Vielleicht ist das Elex drin versteckt. Hat er dazu noch was zu sagen? Ich habe in deiner Truhe dieses Spielzeug gefunden. Was wühlst du in meinen privaten Sachen rum? Gib das her. Spielst du etwa mit Puppen? Das geht dich gar nichts an. Nimm das hier und vergiss, was du gesehen hast. Kann ja auch ein Glücksbringer sein. Wenn wir mal ehrlich sind, oder? Muss ja nicht sein, dass man damit spielt. Und selbst wenn, ist das ja auch nichts Schlimmes, ne? Ich meine, wie haben das Leute früher noch gesagt? Computerspiele sind nur was für Kinder, ne? Ich meine, da würden wir doch heute... Das war vielleicht mal verboten. Da würden wir ja heute auch nicht mehr sagen, dass das der Fall ist, ne? Da würde jeder kommen und sagen, nein, das ist nicht der Fall. Es ist auch was für Erwachsene. Ah, die Truhe darf ich wieder öffnen. So, gibt's hier ansonsten noch einen Verdächtigen? Ist irgendwie schade, wir kriegen nicht mal eine Liste mit Verdächtigen. Es sind bloß einfach alle namhaften Leute wahrscheinlich hier in diesem Teil. die in irgendeiner Form verdächtig sind. Dach. Du bist wohl auf der Flucht vor den Alps. Aber bei der Gefahr, die von ihren Konvertern ausgeht, wundert es mich nicht, wenn immer mehr Flüchtlinge bei uns Schutz suchen. Hier bist du jedenfalls sicher. Wir kriegen hier beigebracht, wie man mit diesen Säcken umgehen muss. Na, das ist ja auf jeden Fall schön, ne? Welchen Zweck verfolgt der Außenposten? Hier können die Rekruten ihren letzten Schliff bekommen. Außerdem ist er als Knotenpunkt wichtig, um zu kontrollieren, wer einen Fuß nach Ignadon setzt. Das funktioniert natürlich nur, solange Banditen und Viecher einen seine Arbeit machen lassen, was aber nur selten der Fall ist. Naja, habe ich schon gehört. Ja gut, ich habe glaube ich eh keine Lernpunkte, ne? Kann ich von dir etwas lernen? Ich bin zwar kein Ausbilder, aber wenn dir das egal ist, lässt sich da sicher was machen. Hauptsache, du lässt hier und da was springen. Sonst bin ich nicht bereit, mein Wissen mit dir zu teilen. Na gut, okay, zeig mal. Bring mir etwas bei. Was ist das denn für ein Lehrer? Nur zum Wissen. Handwerkslehrer, na gut. Ja. Hab ja eh keine Lernpunkte. Wie gesagt, als nächstes wollte ich ja Schlösser knacken auf 3 bringen. Damit wir wenigstens die Schlösser alle knacken können. Wie gesagt, man könnte sagen, dass vielleicht auch Hacken auf 2 langsam sinnvoll wäre. Haben wir ja gesehen in der letzten Folge. Es ist immer noch blöd gewesen. Muss man mal gucken. Ich würde aber auch gerne vielleicht noch ein paar Kampftalente lernen. Jetzt, wo ich eh auf Stärke und Geschicklichkeit gehe, müssen wir mal schauen.
So, die Sache ist... Ich habe hier einen Durchsuchungsbefehl. Was willst du denn damit? Hier geht alles seinen geordneten Gang. Die Kleriker im Hort sehen das anders. Dieses ständige Misstrauen geht mir langsam auf den Sack. Aber sieh dich nur um, du wirst eh nichts finden. Meinst du? Na, da bin ich ja gespannt. Okay, dann gucken wir mal. Wo hat der denn sein Zeug versteckt? Ach, hier, wo ich gepennt habe, oder was? Na dann, schauen wir doch mal. Muss ich auch hacken, oder? Ja. Hacken wir den auch mal. Wir fangen mit was Großem an. Ja, ich habe ja nur Zeit. Oh Gott, die Zeit. 5, 6, 8, 6, 5. Nee, warte, die muss kleiner sein. 9, 3. Hey, schon wieder zwei richtig. Okay, 8, das kann natürlich jetzt größer als alles sein. Ja. Ja, da kann jetzt alles von den 5 noch rein. Das ist ein bisschen doof. Probieren wir mal die 2. Da muss ich jetzt ein bisschen raten. Oh, nicht schlecht geraten. 4 halt. Ist alles möglich. 1. Okay, 8, 9, 5. Geht doch. Ah, sogar noch richtig gehackt. Outlaw-Klamottenbündel. Der Geruch und das Aussehen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um typische Outlaw-Klamotten handelt. Eine Anprobe würde wohl mit der Kretze einhergehen. Was zur Hölle. Aber er hat sanftes Klopapier dabei. Gut, damit haben wir herausgefunden, wer hier offensichtlich nicht hingehört. Nämlich Carsten. Wo kriegen die eigentlich immer die Rüstungen her? Wenn ich jemanden umhaue, darf ich mir nie die Rüstungen nehmen und... Die kriegen scheinbar immer Rüstung. Der eine Kleriker, der bei den Berserkern war, hatte auf einmal eine Berserker-Rüstung. Der Typ, der hier eigentlich ein Outlaw ist, hat einfach eine Kleriker-Rüstung. Wo kriegen die das Zeug immer her? Ich habe mir deine Truhe angesehen. Glückwunsch, du hast in meiner alten Wäsche gewühlt. Das, was ich gefunden habe, sagt mir, dass du ein falsches Spiel treibst. Oder warum sollte ein Kleriker die Kleidung eines Outlaws horten? Hey. Wenn das alles ist, was du gegen mich in der Hand hast, dann ist deine Beweislage ein bisschen dünn. Das entscheiden die Kleriker im Hort. Überleg dir genau, was du tust. Ja, ich bin ein Outlaw, aber ich bin kein Dummkopf. Alles, was ich tue, ist, diese dämlichen Kleriker mit ein bisschen Elex und Stims zu versorgen. Trotz der Verbote ihrer Obrigkeit fahren sie es sich rein. Niemand kommt dabei zu Schaden. Und wenn du mich weiterhin gewähren lässt, beteilige ich dich mit einem Zehntel an meinen Einnahmen. Lass dich nicht auf sein Spiel ein. Mach mal halblang, Puppe. Mach nur weiter so. Was? Mach nur weiter so. Das, was war das denn für eine Antwort? Mach mal halblang, Puppe. Mach nur weiter so. Okay, nehmen wir mal an... Na gut, ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich was finden, was ich sagen könnte, oder? Das ist, glaube ich, nicht das größte Problem. Die Frage ist doch eher, sind wir mit der ganzen Sache einverstanden? Also wollen wir diesem Typen helfen, seine Machenschaften weiter durchzuziehen? Oder lehnen wir die ganze Sache ab und, ja, übergeben ihn den Klerikern? Wobei er wahrscheinlich, wenn wir das sagen werden, uns sowieso angreifen wird und wir ihn wahrscheinlich umhauen müssen, was dann im Endeffekt dazu führt, dass wir den Elex-Händler wahrscheinlich sowieso töten werden. Aber hey, das sind also im Prinzip unsere Möglichkeiten wieder. Wir können sagen, ja, wir erzählen, dass es in Wirklichkeit wahrscheinlich keinen Elex-Händler gibt oder beschuldigen irgendjemand anderen. Oder sagen wir, wir führen unseren Auftrag so durch, wie wir den gekriegt haben. Und ja, erledigen die Geschichte für die Kleriker und helfen ihnen dann endlich, ihr Elex-Problem loszuwerden. Das ist ja schon das Zweite. Das ist jetzt eine Entscheidung, die ihr treffen dürft. Diesmal dürft ihr sie auch wirklich treffen, auf jeden Fall. Denn diesmal gibt es kein Hacken, das uns auf irgendeiner Weise im Weg stehen könnte. Und ich würde sagen, wie ihr euch entschieden habt, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Elex. Bis dahin. Ciao.